Der Ort der Verdammnis. Die deutsche Börse hinter uns und für einige heute nicht unbedingt ein Lieblingsthema, denn der DAX ist ganz schön schlecht heute schon unterwegs, aber unter Umständen nicht nur heute. Ich habe André Stagge bei mir. Ich freue mich sehr, denn dann können wir über das Thema mal ein bisschen genauer sprechen, denn du hast eine Meinung zum DAX. Absolut, denn ich habe eine Strategie, eine Analyse, also einen statistischen Vorteil und der sagt, zwischen dem 20. und dem 24. sollte der DAX eher fallen. Ist ja auch ganz spannend, weil wir haben morgen den Verfall, zumindest den kleinen. Sehr gut. Tatsächlich heute der 20. Insofern perfektes Timing, dass wir heute darüber sprechen, ist eigentlich wie bestellt. Und der DAX macht es ja ein bisschen vor. Heute noch nicht so wirklich stark. Wir hatten einen Abwärtsgap. Es ging erstmal deutlich nach unten auch, weil wir gestern die Fed Minutes gesehen haben, die ja doch etwas riskanter, würde ich sagen, für den Markt sind. Denn man merkt einfach, dass die Zentralbanken zwar immer noch Gewehr bei Fuß stehen, aber nicht mehr so viel machen. Heute Mittag kamen dann auch die Fed Minutes bzw. die EZB Minutes von der EZB, weil die macht das ja mittlerweile auch, dass eben hier die Sitzung entsprechend protokolliert und dann eben auch an den Markt kommuniziert wird. Und auch da hat man gemerkt, natürlich dieses Pandemieprogramm wird weiter laufen gelassen, aber das Momentum könnte rausgehen, denn irgendwann ist dieser Stimulus zumindest in der Geschwindigkeit vorbei. Und damit muss der Markt klarkommen, wenn eben diese Liquiditätsspritze nicht mehr so groß ist. Deswegen passt hier diese einfache Analyse saisonal auch gut mit den Makrodaten zusammen. Hast du eine Idee, wie weit es fällt? Hast du dazu auch eine gewisse Statistik? Das kann man immer schwer sagen. Es hält natürlich auch ganz viel von der Dynamik ab. Ich glaube generell, wenn der Markt jetzt fällt und die wichtigen Marken auch rausnimmt, wir haben das ja gesehen, die 13.000 war oben so ein bisschen der Deckel, passt auch wieder gut mit dem Verfall, wo eben über die Maximum Pain Theorie bei der 13.000 sehr viele Optionen lagen. Wenn die dann am Freitag aus dem Weg sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir auch mal richtig schnell deutlich unter 12.800 gehen und das nächste größere Chartlevel wäre 12.100 und wenn wir da wirklich mal durchfallen, dann sich für den September auch wirklich tiefe rote Kerzen, aber bis dahin ist es natürlich noch ein langer Weg. Interessanterweise passt das hervorragend eigentlich mit dem, was ich so auf dem Plan habe, die Elliott-Wellentheorie, denn da hatten wir ja auch schon festgestellt in manch einem Chartvideo, dass der Markt so ein bisschen eigentlich am Ende ist nach der fünften Welle. Wenn man keine Finger mehr hat, kann man nicht weiterzählen, das ist bei der Börse nicht anders. Also dann müsste es eigentlich runtergehen und das hätte Fibonacci-mäßig auch bis zu 38,20er, das ist ungefähr 11.400, 500. Wir haben das Juno-Zwischentief noch, das wäre bei 11.000, ich sag jetzt mal 600 in etwa. Also das wäre so ein Zielkorridor aus dieser Sicht. Ist nicht ganz symmetrisch dann mit dem ersten Abverkauf, den wir hatten. Aber nicht immer ist alles perfekt. Wir lassen uns mal überraschen. Die Richtung ist aber vorgegeben. Wie siehst du es für Amerika? Ja, es ist wirklich spannend, dass die Nasdaq momentan von einem Hoch zum nächsten läuft. Der S&P hat es ja jetzt auch geschafft mit dem neuen All-Time-High. Konnte erstmal nicht großartig verteidigt werden. Und es heißt ja so schön auch Folge der Fed. Die Fed kommuniziert ja nicht nur über die Ratssitzung und die Zinsentscheidung, sondern eben auch über die Minutes. Und da muss man sagen, seit gestern Abend 20 Uhr ging es ja deutlich runter. Mhm. Und dieses Momentum gerade mit einem potenziellen Doppeltop ist spannend. Aber auch die Intermarket-Analyse ist spannend, denn einige andere Märkte, die auch ein All-Time-High hatten, wie zum Beispiel Gold, sind jetzt auch am Fallen. Da hattest du ja auch eine ganz konkrete Meinung zu. Das stimmt. Tatsächlich, interessanterweise hatten wir das heute sogar als Trade des Tages. Also wer da eine ganz konkrete Idee braucht und noch nicht genau weiß, wo er sein Ei hinlegen sollte, der guckt sich einfach den Trade des Tages an. Es ist hier unten drunter verlinkt. Da haben wir unsere ganz klaren Ein- und Ausstiegsmarken und wie wir darauf reagieren. Bist du längerfristig hier long oder short bei Gold? Ja, Gold bin ich ganz ehrlich ein Freund. Nach wie vor, solange die Zinsen eben tief bleiben, ist es, glaube ich, eine sehr gute Absicherung. Deswegen merkt man ja auch, ich meine, der DAX ist heute deutlich unter Druck, aber Gold ist ja noch plus minus null. Es ist natürlich weit gelaufen, aber wenn ich jetzt längerfristig wirklich auf Jahressicht sehe, glaube ich, dass Gold unbedingt ins Depot gehört. Ich glaube es auch. Ich bin zwar im Moment eher auf der Abwärtsseite, allerdings ist das eine temporäre Geschichte. Wir sind ja auch als Trader unterwegs und da kann man ja auch mal eine kleine Bewegung mitnehmen. Ich hatte das neulich irgendwo geäußert und sagte, nein, wie kannst du denn nur, du kannst doch nicht gegen Gold sprechen. Naja gut, auch in der Aufwärtsbewegung, die ja fabulös war in Gold, hatten wir zwischendurch immer mal wieder Abwärtsbewegung. Das ist also nichts Außergewöhnliches, sollte uns auch nicht in Panik oder Sorge dann versetzen, sondern ebenfalls dann so den Gedanken, ey, da kriegen wir sogar noch einen günstigeren Einstieg. Denn auch ich denke mal, also fundamental, saisonal gibt es ganz viele Gründe dafür. Die Hochzeitssaison in Indien, China ist auch gegen Jahresende gerne bei den Goldkäufern mit dabei. Das hat immer einen Einfluss, einen gewissen Saisonalität, ist ja dein Thema normalerweise. Absolut. Und zum Trading nochmal, im Fondsmanagement hatten wir mal einen schönen Spruch, wer kurzfristig alles richtig macht, der macht auch langfristig nichts falsch. Und das ist ja das Schöne, auch eine gute Diversifikation für sein Portfolio, wenn man eben das Langfristige mit dem Kurzfristigen verbinden kann. Saisonal ist ein sehr starkes Thema von mir, das kann man eben empirisch über Wissenschaft auch zeigen. Für den einen oder anderen ist es zu einfach und natürlich kann man Analysen immer komplexer machen. Aber ich finde es immer gut, auch mit der Saisonalität als Filter einfach zu gehen, weil dadurch habe ich einen ganz einfachen Vorteil, der statistisch auch bewiesen ist, mit dem ich gerne gehe. Und da hat es ja schon gesagt, August, September, sehr gute Monate für Gold, allerdings nicht ganz so gute Monate für den Aktienmarkt. Und da kann es
eben auch besser sein, beides zum Beispiel zu traden in einem Depot, um dadurch auch ein bisschen Antikorrelation mit reinzubekommen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Auch unterschiedliche Zeitebenen da ruhig mal mit reinnehmen. Unterschiedliche Märkte haben wir gehört. Wir haben DAX oder den amerikanischen Markt hier. Dann natürlich Gold auf der anderen Seite. Aber auch die unterschiedlichen Zeiten. Also eben ein bisschen längerfristig, ein bisschen kürzerfristig. Denn man weiß nie 100%, wie das passiert. Aber wenn man eben statistisch arbeitet, und das tust du mit der Saisonalität, ja, und mit deinen Handelsansätzen, du bist sehr aktiv im Algo-Handel beispielsweise, wir bei uns mit den Elliott-Wellen, dann ist statistisch gesehen da eigentlich zumindest mal auf die Dauer nicht wirklich viel falsch zu machen. Und auch vor allen Dingen unterschiedliche Ansätze. Deswegen tauschen sich der Rüdiger und ich ja auch so gerne aus, weil meine Erfahrungswelt und das, was ich mache, ist komplett anders als das, was der Rüdiger macht. Aber beides kann funktionieren. Und deswegen laden wir ja mit den Inhalten hier auch immer ein. Kopiert das vielleicht nicht eins zu eins, sondern setzt es so um, dass es sich für euch gut anfühlt. Wichtig ist nur, dass ihr einen Vorteil habt. Und das beweist ja am Ende das Konto über eine lange Sicht. Wer permanent verliert, der sollte einfach was anderes machen. Und das, was wir anbieten, gewinnt eben. Natürlich nicht mit jedem Trade, aber über die Dauer. Und das ist eben entscheidend. Und da sollte man durchaus Ansätze, Zeitebenen oder eben auch Märkte miteinander kombinieren und mischen, weil dadurch entsteht der größte Vorteil, den man als Trader oder Investor auch nutzen kann. Schöner hätte ich es nicht formulieren können, deshalb lassen wir das genau als Schlusswort stehen. Ich sage jetzt nichts mehr zu den Märkten, außer nochmal an euch allen da draußen sagen wir nochmal toi 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 vielen Dank, dass ihr immer so schön tapfer hier diese Videos euch auch anguckt, dass ihr uns verfolgt im Trade des Tages. Also macht das sehr, sehr gerne weiterhin. Wir sind natürlich für euch auch noch da und ihr werdet ganz viel von uns natürlich entsprechend auch noch hören. In diesem Sinne unsere besten Wünsche hier von der Frankfurter Börse im Hintergrund. Macht's Beste aus dem Markt aktuell. Wir sehen uns.